Jetzt kommt das Riesenteil. Willkommen zum neuen Video. Heute bauen wir mein neues Terrarium auf. Gestern ist eine große Palette gekommen mit Zeug und das werde ich euch jetzt mal zeigen und dann bauen wir das Terrarium auf. Also hier ist schon alles verteilt. Hier mein Wohnzimmer. Einmal hier das Terrarium von Hobby. Also schon mal vielen Dank an Hobby für die ganzen Sachen für das Terrarium-Projekt. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Zubehörsachen und dann schauen wir uns das Terrarium an. So, fangen wir mal an. Also hier mal ganz normale Filtermatten. Benutze ich aber jetzt erstmal nicht für das Filtermatten, sondern für das Terrarium als Drainageschicht. Dann habe ich hier zwei UV-Lampen. Da sind irgendwo noch die Fassungen dazu da. Einmal für das Terrarium möchte ich die UV-Lampe austauschen und für das neue. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, was für Tiere in das Terrarium reinkommen. Da werde ich euch nachher nochmal fragen, wenn ich dann euch das Terrarium zeige, dann wisst ihr auch, wie groß das ist. Und könnt ihr gerne Vorschläge machen, was für Tiere da gut reinpassen würden. Es soll aber wieder ein Tropenterrarium werden, deshalb auch hier eine Beregnungsanlage. Und zwar jetzt hier die Easy Rain von Hobby. Es gibt viele Sachen jetzt auch bei Liquid Nature, so wie die Beregnungsanlage. Bei einem Terrarium bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr das über Liquid Nature bestellen könnt, aber könnt mal nachfragen. Liquid Nature hat ja auch Produkte von Hobby und da sollte es kein Problem sein, auch Sachen für euch mitzubestellen. So, dann habe ich hier noch einen Karton. Ah ja, hier sind Korkröhren. Also einmal hier Korkröhre M und das auch nochmal M. Also so hohle Korkröhren. Ich werde das Ganze sehr wahrscheinlich mit Kork einrichten, weil ich finde, das schaut ganz cool aus. Hatte ich auch beim Paludarium und da hat es mir auch sehr gefallen und das hat sehr gut gehalten über die Jahre. Dann hier, ist auf jeden Fall sehr gut verpackt. Ja, hier Hobby fixt und der Wasserkleber kann man auch immer brauchen zum Sachen festkleben. Wenn wir schon bei Kork sind, hier habe ich noch so Korkstreu, das werde ich wahrscheinlich auch noch brauchen dann für das Terrarium. Und zwar, weil ich hier auch noch was ab. Alles sind sogar verpackt. Ich dachte, jetzt mache ich richtig viel Dreck. Das sind Kork-Rückwände. Ja, Kork-Rückwände. Da habe ich überlegt, diesmal Kork als Rückwand zu benutzen. Oh. Auch noch ein schwerer Karton. Wie schon gesagt, ich möchte Kork verwenden. Deshalb habe ich hier so Korkdolchos. Verschiedene Stück. Unten sind noch ein bisschen größere. Aber ja, einige Stück von S, L, M. Alle Größen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da genommen habe. Aber sind ein paar. Da wird sich schon was draus machen lassen. Und vielleicht, ich habe sogar noch eine Korkwurzel da. Eine große. Die kann ich auch noch verwenden und zuschneiden. Aber auf das, wie das Ganze wird, gehen wir ja noch später ein. Es kommt ja auch darauf an, was für Tiere reinkommen, worauf man vielleicht noch achten muss. So, und hier noch ein kleineres Paket, wo aber, finde ich, interessantere Sachen drinnen sind. Einmal hier die neue Easy Rain Mini, also eine Mini-Beregnungsanlage. Dann habe ich hier noch Zubehör für die Beregnungsanlage. Einmal hier Sprühdüsen und einen Schlauch. Einfach um die große mit mehr Düsen zu verwenden, je nachdem wie ich es dann brauche. Dann habe ich hier Sekundenkleber, kann man auch nie genug haben. Und dann hier noch einen Thermometer und Hygrometer. Das finde ich optisch sehr cool. Beim Paludarium war das Problem, dass sich der Saugnapf gelöst hat und das Ganze ins Wasser gefallen ist. Und dann hat es nicht mehr funktioniert. Dann haben wir hier was Flüssiges, das ist nochmal extra verpackt. So, auch sehr nice Sachen, einmal hier. Vitaminpräparate kann man auch immer brauchen für verschiedene Tiere zum Füttern, zum Beispiel den Fröschen. Dann habe ich hier noch einen Scheibenreiniger, finde ich auch ganz praktisch. Vor allem bei einem Terrarium, wenn man innen was reinigt, will man auf jeden Fall irgendwas haben, was safe für die Tiere ist. Und dann noch hier ein Futter, das ist jetzt nichts aus der Terraristik, sondern für die Aquarien. Artemia Baby Liquid, das ist so eine Flüssigkeit mit Artemia Nauplien und Artemia Eier, was konserviert ist, was nicht gekühlt werden muss und richtig nice zum Füttern ist. Das kann man direkt füttern mit der Flüssigkeit. Also echt mega nice. Artemia sind ja immer gutes Futter und ist halt sehr schnell zum Verfüttern. Also geht schnell, muss man nicht irgendwie ein Artemia ansetzen. Also eine coole Sache. Und hier sind noch die Halterungen oder die heißen die Clamp Light
für die UV-Lampen, hätte noch so eine Halterung dabei. Die ganzen Sachen schauen wir uns dann später an, wenn wir das Ganze komplett aufbauen. Also das Terrarium werde ich jetzt noch gleich aufbauen, weil die ganze Technik dazu mache ich dann erst in den nächsten Videos, also demnächst irgendwann. Dann schauen wir uns auch den Rest der Technik an. Aber die Mini-Beregnungsanlage kommt ja nicht für das Terrarium, sondern die will ich so mal ausprobieren. Die gibt es jetzt auch für Liquid Nature, die Mini-Anlage. Ist vor allem für so kleine Gläser cool. Zum Beispiel für das hier hinten habe ich es mir überlegt, würde es vielleicht gut passen, weil die echt klein ist und ganz gut ausschaut. Also hat auch hier verschiedene Halterungen, verschiedene Düsen, also zwei Düsen fürs Montieren am Terrarium. Dann ist hier noch eine Düse, um die ganze Anlage zum Besprühen mit der Hand zu nehmen, weil man kann hier auch Batterien einlegen. Und dann kann man das Ganze mit Batterie betreiben und halt irgendwie herumtragen und seine Terrarien oder Pflanzen besprühen. Das ist auch richtig cool. Und vor allem für so kleine Gefäße ist es eine coole Sache. Oh, jetzt kommt das Riesenteil. Das Terrarium. Das ist das Terrafix und Easy von Hobby. Ich kannte die Terrarien, aber ich wusste nicht, dass sie so große Größen haben. Also es gab ja so kleine und auch so bis zu 90 cm Terrarien von Hobby. Und die großen XL Terrarium kannte ich gar nicht, die sind noch relativ neu. Und die kleinen haben mir auf der Interzoo ganz gut gefallen. Und ich war dort auf der Suche nach schönen Terrarien. Und vor allem wollte ich auch Terrarien, die gut ausschauen und halt verfügbar sind. Weil irgendwo anfertigen lassen ist halt immer so eine Sache. Mich fragen immer wieder Leute, wo ich die Terrarien, was ich habe, her habe. Und so ist es ein Terrarium, was man, denke ich, relativ leicht bekommen kann. Hobby haben viele Händler im Sortiment und dann kann man meistens das mitbestellen. Es kommt auf eine Palette, weil es ist ziemlich groß und aus Glas, also das in der Größe kann jetzt nicht per Post verschickt werden, soweit ich weiß. Also es gibt jetzt viele neue große Größen, also das hier ist die kleinste Größe von der XL-Variante, also XL1, 60x60x90 cm. Hier der Unterschrank, den ich habe, der ist 60 cm tief. Das Terrarium ist 1 m x 50 und 100 cm hoch, also passt das Terrarium hier ganz gut daneben, also mit 60x60 passt auf dem Schrank, 90 geht fast bis hier rauf, also das passt auch gut, also bin ich da sehr zufrieden. Und dann gibt es noch welche mit 1,20 m, auch eins, was sehr interessant ist, mit 1 m, ich glaube 22 x 45 Tiefe und 90 cm Höhe. Da habe ich überlegt, ob ich das oder das mit 1,20 m nehmen soll. Aber hier ist mir die Tiefe ein bisschen lieber mit 60x60 als nur 45 cm Tiefe. Und dann gibt es, glaube ich, noch 1,50x60x60, also richtig groß. Ich weiß gar nicht, wie man das dann transportieren kann, also ich hätte es sicher nicht allein in die Wohnung gebracht. Das war schon ein Akt. Ich glaube, hier steht irgendwo drauf, dass der Karton 30 Kilo wiegt und es ist ziemlich unhandlich, also echt gar nicht so einfach zum Tragen. Aber dann fangen wir mal an und backen das Ganze aus. Ich bin echt gespannt, ich habe die kleinen ja schon in echt gesehen, aber die großen noch nicht. Und es ist, wie man halt sehen kann am Karton, noch nicht komplett zusammengebaut. Aber ziemlich. Okay, nice, die Styropor-Dinger kann man einfach rausziehen. Das ist nicht irgendwie, dass man das ganze Terrarium rausheben muss mit den Styropor-Teilen. Weil das kann auch richtig nervig sein, wenn man dann zwei Leute braucht zum Auspacken. Ich hoffe, dass die Größe alleine geht, also bin ich gespannt. Aber ich denke, das sollte ich hinkriegen. So, dann haben wir hier einmal den Deckel. Also der Deckel ist komplett aus Gitter. Da muss ich mal schauen, wie sich das Ganze so verhält. Weil dadurch zirkuliert halt sehr viel Luft und dann kann es sein, dass man nicht so leicht die Luftfeuchtigkeit halten kann. Vielleicht muss ich dann ein Teil abdecken, das werde ich dann schauen, wenn es dann läuft. Und auch von Licht bin ich gespannt, also vielleicht werden wir da ein bisschen was modifizieren, dass wir ein Teil aus Glas machen für die Pflanzenbeleuchtung. Da werden wir dann schauen, wenn es soweit ist. Dann kommt das mal zur Seite. Ich denke, das brauchen wir zum Schluss. Dann haben wir hier eine Anleitung, ja, die brauchen wir, denke ich, schon. Okay, dann haben wir hier den unteren Teil vom Terrarium und der ist schon zusammengebaut und der ist auch wasserdicht. Also hier ist eine Markierung und da sollte alles versiegelt sein. Also kann man auch einen Wasserteil haben und ich denke auch, dass ich einen Balotarium machen werde, also einen Wasserfall und einen kleinen Wasserteil, weil das hat keine Bodenbohrung, also es hat keinen Ablauf. Das finde ich wäre noch eine gute Option, wenn es einen Ablauf hätte, einen flachen, der vielleicht hier noch so dazwischen passt.
damit man das überflüssige Wasser ablassen kann. Bei einem Paludarium ist das eh egal, weil da steht ja eh Wasser drinnen, aber im Terrarium, zum Beispiel hier hinten, habe ich auch noch extra ein Loch gebohrt, um einen Ablauf zu haben, damit das überschüssige Wasser, was durch die Beregnungsanlage kommt, auch abgelassen werden kann. So, weiter geht's. Was steht hier drauf? Die anderen Teile sind dann weiter unten. Also, dass man nicht denkt, dass das schon alles war, haben wir hier unten noch die Teile. Okay. Das sind mal die Glasplatten. Ich glaube für die Seiten und für hinten und für, ja, für die Seiten und hinten. Und Türen wahrscheinlich. Oh, die sind, glaube ich, mit der schwerste an den Teil. Die sind schwerer als der untere Teil. Also ich glaube, jede Größe größer wäre alleine nicht mehr gut machbar. Hier haben wir eine Öffnung für Kabel, da glaube ich ist die. Ja, kann man Kabel durchführen. Und auch die Beregnungsanlage. Und hier haben wir auch noch Schraubendreher und Schrauben, denke ich, werden wir auch noch brauchen. Dann haben wir hier verschiedene Stangen, was nummeriert sind, und Schienen und ich glaube die Eckteile. Und ich glaube, ja, das war's. Unten ist noch ein bisschen Styropor. Also ich habe auf jeden Fall wieder genug Kartons zum Wegschmeißen. Also es ist schon mal alles ganz, also nichts ist kaputt, das ist schon mal gut. Ja, ich baue das einfach hier auf und hoffe, dass ich es dann alleine hier auf den richtigen Platz stellen kann. Aber wenn ich es dort aufbaue, dann seht ihr, glaube ich, noch weniger. Dann fangen wir an. Befestigen Sie die mitgelieferten Gewinderohre F am Boden A. Überprüfen Sie die Zahlen oder Pfeilmarkierungen in den Gewinderohren. Und schrauben Sie diese in den Öffnungen am Boden fest. So, das sind diese hier. Ich glaube, die Nummerierung ist egal. Also es steht hier 1, 2, 3, 4 mit einem Pfeil nach unten. Aber hier sind nirgendwo Nummern. Aber die Rohre sind ja eh alle gleich, denke ich, oder? Ja, alle gleich hoch. Also ist nur wichtig, dass der untere Teil, wo halt hier eine Nummer ist und ein Pfeil, dass der nach unten zeigt. Und den kann man hier einfach mit der Hand festschrauben. So, einfach handfest. So, dann brauchen wir diese Teile, die sind gleich und müssen hinten sein, also hier ist hinten. Die werden einfach hier raufgeschoben. Okay, viel höher darf das hier in meinem Raum nicht sein, sonst müsste ich das am Boden aufbauen. Oder viel höher dürfte mein Tisch nicht sein. Also ich glaube, die können einfach nur draufgeschoben. So, dann haben wir hier die Glastüren für vorne. Schaut alles ganz aus, also ich habe da schon ein bisschen Angst gehabt. Es kam zwar auf Palette, aber trotzdem weiß man ja nie. Aber es ist alles gut verpackt. So, Left Glass Door, also linke Glastür. Die schieben wir auch einfach von oben rein. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht irgendwie oben anstoßt mit dem Glas. So. Also ich glaube, das mit den Türen ist echt nice. Ich habe mich echt gefragt, wie die das machen, dass die Türen dann stabil sind und nicht zu kompliziert zum Zusammenbauen. Aber es scheint so, als ob das echt easy ist. So, die Teile sind für die Belüftung, die haben wir da und die ist auch die Höhe passt. Weil da war ich mir nicht ganz sicher, ob die Belüftung nicht hier unten ist, weil bei den Terrarien, die jetzt 60x60 von der Höhe und Tiefe sind, kann man die einbauen, wie man will, glaube ich zumindest. Und hier bei den hohen ist es mehr oder weniger vorgegeben. Man kann, ich drehe das mal, man kann das jetzt entweder hier vorne, hier ist noch ein bisschen Klebeband drauf, man kann das hier vorne montieren oder hier hinten, da ich eine Rückwand und so machen will, werde ich es auf jeden Fall vorne montieren.
Aber ich glaube, der nächste Schritt ist zuerst die Rückscheibe. Installieren Sie die Rückscheibe und die Seitenteile. Platzieren Sie H-Verbinder, also diese hier, nein H. Und dann die seitlichen Metalllüftungsgitter. So, die haben eine matte und eine glänzende Seite. Ist jetzt die Frage, was soll nach außen, was soll nach innen? Okay, die matte Seite ist eine Folie. Deswegen würde ich die matte Seite nach außen machen. Ja, ich mache es einfach so, wie ich denke. Oder steht das hier irgendwo? So, das kann man auch so leicht drehen. Und dann klippt sich das an. Aber ich glaube, die glatte Seite ist besser, um jetzt irgendwie was festzumachen. Weil bei der Folie, wenn sie die lösen sollte, keine Ahnung. Aber ich mache es einfach so. Okay, hier haben wir eine Scheibe mit Loch. Die möchte ich auf eurer Seite haben. Also hier auf der rechten Seite. Deswegen montiere ich die als zweite, also macht zuerst die, dass ihr das noch sehen könnt. Also die Folie entfernen geht ziemlich schnell. Ich dachte schon, dass ich da jetzt lange beschäftigt bin. Aber die lässt sich eigentlich ziemlich schnell abziehen, ist auch nur eine Wicklung drumherum. Dann machen wir das hier genauso. Zuerst die Scheibe. Dann ist hier noch das H-Profil. Und dann ist hier, wenn wir die Frontscheibe wieder richtig gemacht haben, dann ist hier das Gitter. Dann hier das Loch möchte ich hinten, ja, hinten oben haben. Dann hier das H-Profil und hier das Lüftungsgitter kann man auch so reinsliden und das hält dann, wenn der Deckel oben drauf ist. So, hat der Deckel irgendeine Richtung? Ja, hier sind mehr Öffnungen. Das sind so Teile, die kann man rausnehmen, dass man Kabel durchführen kann. Die mache ich nach hinten und hier sind auch noch links und rechts welche. Hier vorne sind keine. Ich denke, vorne brauche ich die eh nicht. Dann setzen wir den Deckel hier mal drauf und schauen, wie das so geht. So. Dann haben wir hier die Schrauben und so einen Schraubendreher. Ganz nice eigentlich, dass da alles dabei ist. Da schrauben wir dann alles fest. Da sind noch so schwarze Hülsen, um die Löcher zu verdecken, auch ganz nice. Dann haben wir hier die Kabeldurchführung. Und ich glaube, die hätten wir vorher montieren sollen. Das wäre auf jeden Fall einfacher gewesen. Ja, wäre einfacher gewesen, aber jetzt mache ich es einfach so, ich nehme das Teil, stecke es hier rein und fixiere das mal mit einem Klebeband, sodass es nicht immer wieder rausfällt. So, so einfach geht's. Dann können wir hier öffnen, je nachdem wie viel Kabel rein sollen, bis zu 4 Stück. Und wenn man mehr braucht, kann man es ja von oben auch noch machen. So, und fertig ist das Teil. Die Scheiben sind jetzt ein bisschen schmutzig. Aber da haben wir ja was, und zwar den Reiniger. So, also das muss man auf jeden Fall noch ein bisschen besser putzen. Aber ich habe schon gerade was rausgefunden. Also hier ist ja ein Schloss. Da kann man das zumachen oder muss man auch zumachen, damit die Scheiben halten. Im Großen und Ganzen ist das Ganze auch ziemlich stabil. Also für das, dass es so zusammengebaut ist, hält das schon gut, natürlich ein bisschen wackelig, also wackelt das schon. Man kann das natürlich jetzt noch mit Silikon abdichten, damit das Ganze auch dicht ist. Das werde ich vielleicht auch machen, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke die Rückwände auf jeden Fall, wenn ich die Rückwände einklebe, vielleicht mache ich das teilweise
Ja, ich denke vor allem die Rückwände und die Seiten hier nach unten. Aber sonst ist es echt stabil und schaut, finde ich, nice aus. Natürlich sind diese Teile hier Kunststoff, aber die Seitenteile und unten ist alles Glas, oben ist Gitter. Das ganze Terrarium, die Frontscheibe, besteht zum größten Teil aus Türen, nicht irgendwelche Kunststoffleisten, die irgendwie das Bild kaputt machen. Nur hier unten ist eine ganz kleine, dezente Leiste und hier das Schloss. Eine Sache, was mir jetzt schon aufgefallen ist, man kriegt die Türen nicht so einfach auf. Also es geht schon, aber hier ist ein Saugnapf dabei und ich denke, oder der ist halt dafür gedacht, um die Türen aufzumachen. Finde ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Natürlich braucht man halt dann immer den Saugnapf oder es geht halt nicht ohne so richtig gut. Aber dafür hat man nicht irgendwo einen komischen Griff. Weil wenn jetzt hier irgendwie so ein Kunststoffgriff wäre hier oben, wird das halt auch nicht gut ausschauen. Und wenn man wirklich einen Griff haben will, kann man den ja auch irgendwie selbst noch basteln und dazu bauen. Aber so ist es, finde ich, auch ganz gut gelöst. Die Türen kann man echt weit aufmachen. Also einmal so komplett umklappen. Man kann die jetzt nicht rausnehmen, also man kann jetzt nicht die Türen komplett rausnehmen und reinigen oder so, aber das ist, denke ich, eh nicht so nötig, weil man die komplett umklappen kann und so gut überall reinkommt. Also das ist echt nice. Ich werde sie jetzt nachher dann auf den Platz stellen, vorher wahrscheinlich nochmal putzen und alles sauber machen und dann zeige ich es euch noch ein bisschen im Detail. Ich werde es mir die nächsten Tage anschauen, weil ich kenne das natürlich noch nicht so richtig, also ich weiß noch nicht die ganzen Details davon. Vielleicht fällt mir noch was auf, was interessant ist, also auf jeden Fall dranbleiben und Kanal abonnieren, weil manche Sachen werden mir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten auffallen, wenn ich das Ganze einrichte und in längerem Betrieb habe, dann kann ich euch auch noch mal mehr Tipps geben und vielleicht werden jetzt immer mehr solche Terrarien hierher kommen, weil ich finde die optisch schon echt cool, also das Schwarz ist, finde ich, sehr nice und sehr dezent und auch das ganze Erscheinungsbild gefällt mir sehr. So, ein paar Tage sind vergangen und das Terrarium steht jetzt an dem Platz, wo es nachher auch hinkommt, also wo es jetzt stehen bleibt. Und ich habe mir ein paar Sachen angeschaut und es sind ein paar Sachen aufgefallen, die vielleicht nicht ganz optimal sind. Die meisten sind nur so Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht so schlimm finde. Und eine Sache ist, was nicht so optimal ist, würde ich sagen. Aber sonst bin ich schon mal sehr zufrieden mit dem ganzen Terrarium. Und später kommen wir noch dazu, wie ich das Ganze einrichten werde und was für Tiere da reinkommen werden. Ich habe jetzt mal schon ein paar Sachen reingelegt. Das ist noch nicht irgendwie final oder so. Ich möchte halt eine Korkrückwand machen und halt Korkrollen und so benutzen. Aber erstmal, um das Ganze vielleicht ein bisschen besser von der Größe einschätzen zu können. Bevor war es ja nur so ein schwarzer Kasten, da hat man nicht so viel erkannt. Aber ja, erstmal zur generellen Stabilität. Ich habe jetzt den Deckel abgenommen. Es ist leicht wackelig. Das ist halt einfach ein Kompromiss, wenn man so ein Terrarium hat, was man zusammenbauen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr stabil. Also ganz, ganz leicht. Also lässt sich das hier wackeln, aber man kann das Ganze auch tragen, also das ist gar kein Problem, dass es irgendwie zu instabil wäre. Jetzt natürlich bei so einem komplett verklebten Glasterrarium ist es halt ein bisschen stabiler, was aber jetzt auch nicht wirklich schlimm ist. Ich habe jetzt erstmal hier eine provisorische Lampe drüber gemacht, eine alte Tünsterlampe, die wird nicht drüber bleiben, da kommt was anderes hin. Und das Gitter habe ich erstmal abgenommen. Das kann man, da braucht man nicht drauf achten, wie man das zusammenbaut, weil das kann man dann draufsetzen, wie man will. Und kann dann entscheiden, wo die Löcher hier sind. Also hier kann man die Teile hier abnehmen. Dann kann man hier Kabel rausführen oder die Beregnungsanlage. Das sind hier jeweils zwei Stück und ein Stück. Und auf der Seite ist dann nichts. Also das ist dann potenziell vorne. Aber wie gesagt, das kann man jetzt draufsetzen, wie man will. Das ist gar kein Problem. Und hier hat man das Gitter. Fällt jetzt so gar nicht auf. Aber ich denke, das könnte ein kleines Problem werden, was das Licht betrifft. Weil wenn ich das jetzt hier noch drauf gebe, ich muss schauen, ob sich das ausgeht mit der Lampe, aber wenn ich jetzt hier das Gitter wieder drauf setze, dann ist das Ganze ein bisschen dunkler. Jetzt vor allem, wenn die Lampe auch ein Stück weg ist, ich weiß nicht, wie sich das da mit der richtigen Lampe verhält. Da kommt ja noch eine neue Lampe von Skylight drüber und dann werde ich mir das anschauen, wie sich das so verhält, ob das dann zu viel Licht abschirmt. Also muss ich dann schauen, auch mit dem UV wird das auf jeden Fall einiges abschirmen.
Also vielleicht werde ich dann einen Teil davon von dem Gitter rausschneiden und mit Glas oder Plexiglas ersetzen. Muss ich mir anschauen, werde ich auch auf jeden Fall noch in den nächsten Videos zeigen, wie ich das Ganze dann mache. Generell zur Einrichtung werden viele Videos kommen, also dafür auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Das ist auch so ein kleiner Nachteil, das Lüftungsgitter oben, dass halt da potenziell nicht so gut Licht durchkommt wie durch Glas. Ein Punkt, was ich vorher schon erwähnt habe, ist ein Ablauf für das ganze Teil. Also das wäre noch eine coole Sache, wenn hier ein Loch wäre mit einem Ablauf. Hier ist so ein dünner Spalt, weil hier die Füße ein bisschen höher sind auf den Ecken und halt drunter ist so ein halber Zentimeter, Zentimeter Spaltung im Terrarium. Wenn es da irgendeinen Ablauf geben würde mit einer Bohrung, wäre das echt eine coole Sache, dass wenn man halt ein Terrarium hat und eine Beregnungsanlage, dass man das überschüssige Wasser immer ablassen kann. In dem Fall werde ich es jetzt eh so machen, dass ich einen Wasserteil mache, also ein Paludarium mit Wasser vorne oder auf der Seite, bin ich mir noch nicht ganz sicher, und einen Wasserfall. Da ist es dann gar nicht notwendig, das ist sogar eher dann problematisch, dass es nicht ganz dicht sein könnte. Aber das wäre noch eine coole Sache, vor allem weil hier ein kleiner Spalt ist, wenn es hier einen ganz flachen Ablauf geben würde, mit dem man einfach das überschüssige Wasser ablassen kann. Nächster Punkt ist hier der Schlüssel, der beziehungsweise kein richtiger Schlüssel ist, das ist nur so eine Welle. Und hier ist immer so ein bisschen das Problem, den braucht man auch immer zum Auf- und Zumachen. Und mir ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass mir dann nachher dann runtergefallen ist, weil der halt ziemlich locker hier drinnen sitzt. Und das ist ein bisschen nervig, ist jetzt nicht schlimm, wenn man es weiß, dann achtet man immer darauf, dass man den jetzt nicht irgendwie so halb drin stecken lässt, sondern immer komplett reinsteckt. Und hier ist ja auch noch der Saugnapf, den kann man halt auch noch befestigen. Hier so, der ist halt vor allem, um die Glasscheiben aufzumachen, also hier muss man umdrehen, also aufsperren. Und dann kann man mit dem Saugnapf die Glasscheiben aufmachen. Habe ich ja auch schon gesagt, da ist ja kein Griff. Das finde ich ganz gut, weil dadurch wirkt das ganze Terrarium viel cleaner. Hier in der Mitte ist ja der Spalt von den Türen und der ist relativ klein. Also ich würde sagen, so einen halber Millimeter bis Millimeter groß. Da könnte es aber trotzdem sein, dass ganz kleine Futtertiere wie Fruchtfliegen durchkommen könnten. Also das Terrarium hier neben mir ist schon sehr dicht. Da ist wirklich fast gar kein Loch, nur die Belüftungsgitter, was noch kleiner sind. Und oben die Gase und hier vorne ist alles ziemlich dicht. Finde ich jetzt nicht so wichtig, aber kann man halt danach noch modifizieren. Und ohne den ist es halt richtig schön offen. Man kann das ganze Terrarium sehen. Hat halt nur den ganz kleinen Spalt, der so die Sicht vielleicht ein bisschen einschränkt. Aber sonst ist es echt sehr, sehr schön, finde ich, von der Optik. Mit den schwarzen Kunststoffteilen, die relativ schön simpel sind und nicht irgendwie zu sehr auftragend, finde ich ganz gut gelöst. Auch, dass die Seiten komplett schwarz sind. Wenn man jetzt das Terrarium so haben will, dass eine Seite auch offen ist und man zum Beispiel das an einer Ecke stehen hat, dann ist das auch ein Problem, weil die Scheiben sind halt schwarz. Ich glaube, sie sind foliert, also könnte man die Folie abziehen, bin ich mir aber nicht so sicher, wie das dann aussieht. Ich habe hier das Terrarium neben einem anderen Terrarium stehen und ich habe seitlich die Lüftungsgitter. Und wenn ich das jetzt ganz dran schieben würde, würde es anstehen und das Lüftungsgitter hätte halt keinen Sinn, weil halt keine Luft zirkulieren kann. So, das ist auch noch ein Punkt, was man wissen sollte. Bei Terrarien mit Lüftungsgittern auf den Seiten kann man sie halt nicht an die Wand stellen oder halt an ein anderes Terrarium, was keinen Lüftungsgitter hat. Wenn man jetzt mehrere von den Terrarien hat, was nebeneinander stehen, denke ich, wird das kein Problem sein, weil die Lüftung, weil die Luft halt durch alle zirkulieren kann. Aber wenn man oben eh eine relativ große Öffnung hat, kann man auch einfach mit einem Lüfter arbeiten und einen Lüfter montieren, damit so die Luft gut zirkulieren kann. Aber somit mein größter Schwachpunkt an dem Terrarium ist das Lüftungsgitter vorne. Also man kann das auch hinten montieren, dann ist der Punkt, was jetzt kommt, gar nicht relevant, dann ist alles gut, aber dann hat man halt das Lüftungsgitter ganz hinten in der Ecke und wenn man eine Rückwand einbauen will, ist das natürlich keine Option, weil dann würde die Rückwand ja die Lüftungsgitter verdecken. Aber die Lüftungsgitter sind ja ganz vorne und wenn man von außen so dagegen drückt, kann man schon hören, sie sind leicht locker. Aber von außen kann auf jeden Fall nichts rein. Aber was das größte Problem ist, finde ich, von innen lässt sich das Lüftungsgitter leicht aufdrücken. Und ich bin mir nicht sicher, wie problematisch das ist für Tiere, weil je nachdem, was für Tiere man hat, könnten die hier schon hinkommen und ich weiß nicht, was hier durchkommt. Also ich komme auf jeden Fall mit meinem Finger durch, mit relativ wenig Kraft. Das ist, denke ich, vor allem bei den hohen Terrarien, also so wie das mit 90 cm oder bei den höheren, ist es, denke ich, der größere Punkt. Bei niedrigeren mit so 50-60 cm ist das Ganze ja dünn, nicht so hoch und dann
ist der Lüftungsschlitz ja auch stabiler. Aber weil der Lüftungsschlitz so hoch ist, lässt sich das ziemlich gut durchbiegen. Das ist echt nicht so nice leider, also das ist echt ein Problem. Wenn ich das jetzt ganz an das andere Terrarium ranschiebe, dann wird das halt nicht mehr gehen, dann wäre das eine Option. Dann wäre aber noch die andere Seite damit noch offen und potenziell nicht ausbruchsicher. Man könnte das selber noch irgendwie stabilisieren, dass man irgendwie eine Leiste dran klebt. Aber das Lüftungsgitter schlägt hier an den Teil, wo die Tür schwenkt. Und wenn man die Tür aufmacht, dann ist das Lüftungsgitter halt in beide Richtungen instabil auf der einen Seite vorne. Das ist somit mein größter Punkt. Man könnte vielleicht das Gitter mit einer Glasscheibe austauschen, aber das ist halt auch natürlich wieder eine Sache, was man halt dann anfertigen lassen muss. Ansonsten schreibt mir gerne irgendwelche Lösungsvorschläge in die Kommentare, was man da noch machen könnte, was relativ einfach ist und dass es stabiler macht. Aber weil wir schon dabei sind bei Ausbruchssicherheit, habe jetzt lange überlegt, also jetzt schon bevor ich das Terrarium jetzt hatte, und vor allem jetzt, seit es hier steht, die letzten Tage, habe ich überlegt, was für ein Tier, also was für ein Reptil oder wie auch immer, oder Feigefrösche soll ich hier einsetzen. Und ich bin mir echt nicht sicher. Also ich habe schon gesagt, dass ich Lust hätte auf irgendein Reptil, auf irgendwelche Geckos oder Kronengeckos wäre eine Option. Aber ich bin mir echt unsicher, weil das natürlich immer viel Zeit kostet. Auch das Füttern ist eine große Sache. Bei den Feigenfröschen fütter ich ja immer die Fruchtfliegen. Also wenn ich irgendwas hätte, was auch Fruchtfliegen frisst, wäre das natürlich eine Option, weil dann brauche ich nicht extra irgendwelche Futtertiere haben. Aber bei allen anderen, wo ich dann wieder extra Futtertiere brauche, irgendwelche Heuschrecken oder irgendwas, ist halt wieder relativ viel Aufwand. Und ich habe ja relativ viele Sachen hier stehen. Also viele Aquarien, viele Terrarien und die brauchen alle viel Pflegeaufwand. Und so ein Terrarium ohne Tiere ist relativ pflegeleicht. Also braucht man echt nicht viel machen. Man muss einfach nur schauen, wie Pflanzen gut wachsen, vielleicht mal Pflanzen zurückschneiden, Wasser nachfüllen, Beregnungsanlage nachfüllen und das war's auch in großen Ganzen. Wenn dann Tiere drinnen sind, ist es halt immer ein bisschen komplizierter, man muss die Tiere füttern, man muss schauen, dass es den Tieren gut geht, man muss mehr darauf achten, dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit passen und die Tiere machen auch einen gewissen Dreck, also bei Geckos ist es halt immer so, dass die Scheibe ziemlich schmutzig wird, weil die halt an die Scheiben herumkrabbeln und man muss halt dann immer auch viel sauber machen und halt mehr darauf achten, als wenn keine Tiere drinnen sind. Und da bin ich noch nicht ganz sicher, also ich bin jetzt aktuell so bei zumindest 60%, dass ich das erstmal einrichte ohne Tiere und dann schaue, ob ich vielleicht irgendwelche Tiere einsetze, aber eher einfach ein schönes Terrarium für Pflanzen haben will. Und wenn sich dann irgendein Tier ergibt, was dann auch für das Terrarium passt, weil das ist natürlich auch ein großer Punkt, wenn man jetzt ein Terrarium für gewisse Tiere einrichtet, dann muss man darauf achten, dass es auch für die Tiere artgerecht ist, dass es halt so passt, dass die halt die Sachen haben, die die Tiere brauchen. Und wenn man das Terrarium einfach so einrichtet, ist man natürlich viel eingeschränkter, was mir klar ist, also ich werde da nicht irgendein Tier einsetzen, was da nicht für die Einrichtung passt. Aber wie gesagt, ich möchte ein Wasserteil haben, also einen kleinen Wasserfall und ich möchte die Quark-Sachen verwenden und viele Pflanzen haben. Also wenn euch da irgendwelche Tiere einfallen, vielleicht auch irgendwelche coolen Insekten, wären vielleicht auch eine Option, was dann auch vielleicht nicht unbedingt ausbrechen können, also das im Hinterkopf behalten und halt, dass sie relativ pflegeleicht sind, dass ich halt jetzt nicht wieder viel mehr Pflegeaufwand extra habe zu meinen ganzen anderen Sachen, was ich auch schon habe. Das ist halt natürlich auch so eine Sache. Aber ich bin schon echt gespannt, was daraus wird, also ich habe richtig Lust drauf, das einzurichten. Wie gesagt, ich bin richtig zufrieden mit dem ganzen Teil. Ich habe das ja von Hobby gesponsert bekommen. Das soll aber jetzt nicht meine Meinung irgendwie da verändern, weil ich habe mir das ja ausgesucht. Ich habe mir viel dazu angeschaut zu dem Terrarium. Ich muss sagen, das mit dem Lüftungsgitter hatte ich vorher nicht so am Schirm, aber trotzdem bin ich da sehr zufrieden mit dem Terrarium. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich das Terrarium hier nebenbei eingerichtet habe für Pfeilgiftfrösche, dann klickt auf das Video hier. Das ist ein komplettes Video vom leeren Terrarium, von der Rückwand bis zur Bepflanzung und von den Pfeilgiftfröschen. Komplett alles erklärt und da seht ihr, wie ich das genau eingerichtet habe.